verschwundene Munition aus Bundeswehrbeständen, Listen mit Personen, die am Tag X ermordet werden sollen, rechtsextreme Netzwerke in Polizei und Militär. Für die Dokumentation Staatsfeind in Uniform hat der Journalist Dirk Labs zu Terrorverdächtigen aus der rechten Szene recherchiert. Moment mal Wiesbaden zeigte die Dokumentation im Murnau Filmtheater. Hier das anschließende Gespräch zwischen dem Investigativjournalisten und Filmemacher Dirk Labs und dem Frankfurter Journalisten Hanning Vogts. Alles wird, also nochmal Entschuldigung, dass ich so spät komme. Wir sind froh, dass du hier bist, ehrlich gesagt. Ja, ich auch. Ich habe auch gedacht, diesmal schaffe ich es nicht zum ersten Mal in meiner Karriere, aber ich hätte den Film auch gerne noch mal gesehen, aber jetzt legen wir los. Du kennst den Film ja in- und auswendig. Wir haben ihn gerade gesehen, er ist sehr dicht, er ist sehr kompliziert und wir haben abgemacht, dass wir am Anfang kurz darüber sprechen, was sich seit dem Film alles getan hat. Der ist ja vom Juni und wir haben verschiedene Komplexe, die in dem Film vorkommen. Einerseits diese ganze Nordkreuz-Prepper-Hannibal-Connection, dann der Fall mit Franco A. und unserem lieben hessischen Bundestagsabgeordneten Jan Nolte und dann eben dieser hessische Polizeiskandal. Um es kurz zu sagen, im Fall Nordkreuz gibt es die ersten Gerichtsprozesse. Bei Franco A. ist jetzt auch die Anklage zugelassen durch den BGH und beim hessischen Polizeiskandal gehen die Ermittlungen weiter. Vielleicht magst du zumindest zu den ersten beiden Punkten mal so in groben Zügen sagen, was sich da aktuell tut. Ja, sehr gerne. Also im Film hat man ja gesehen, da stehe ich ja vor so einem Haus und versuche reinzukommen bei diesem SEK-Beamten Marco G., Marco Groß, der zu diesem Nordkreuz-Konstrukt gehört. Der steht gerade vor Gericht in Schwerin. Und während ich also da vor der Tür stand, war das ganze Haus voller Waffen und Munition, wie man jetzt nachlesen konnte. Wo ich im Nachhinein auch dachte, vielen Dank an die Polizei, die ja wahrscheinlich auch da auf der Lauer lag, mir das zu sagen. Und man konnte dank NSU-Watch übrigens, die einen sehr, sehr guten Bericht über diesen Prozess schreiben, wirklich sehr gut, nachlesen und welchen... Ist es nicht an? Nein, aber noch näher. Noch näher. Ach so, jetzt. Danke für den Hinweis. Vielen Dank. Jetzt besser? Ja. Also das ganze Haus war voller Waffen, die hat man dann gefunden, nachdem ich, nicht weil ich da war, aber danach gab es nochmal eine Durchsuchung. Und dieser Polizist muss sich jetzt zur Verantwortung, steht jetzt vor Gericht. Vorwurf lautet Kriegswaffen, Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und er wird eben durch seine Waffensammlung durchgegangen. Und man sieht jetzt schon, also er hat sich eingelassen, also er hat was gesagt, dass es natürlich eher eigentlich nur ein Waffensammler ist. Und er hat eben Angst vor der Naturkatastrophe und ausländische Hacker könnten Deutschland lahmlegen. Der Richter hat ihn schon in Aussicht gestellt, dass er eventuell mit 2 Jahren auf Bewährung davonkommt. Und da sieht man schon sofort dieses Problem, die Entpolitisierung, das Kleinmachen von diesem wirklichen Skandal, der seit dem Film immer größere Auswüchse annimmt. Mhm. Wir haben jetzt noch ein neues Element, was dazukommt, dass offensichtlich auch der Vorgesetzte von Franco Albrecht aus der Bundeswehr, also ein sehr hochrangiger Offizier, unter Verdacht steht, eben mit einer doppelten Identität hantiert zu haben. Also das entwickelt sich alles weiter. Und wie beide kennen das ja vom NSU, wie es so ist, die Exekutive tut alles dafür, dass es sozusagen nicht transparent aufgeklärt wird. Mhm. Und was ihnen zugutekommt, du hast es gesagt, das ist kompliziert, dass jeder bei dem Thema immer sagt, wer ist jetzt nochmal wer, was, wo? Mhm. Wer ist nochmal Nordkreuz? Und die Taz hat es mal versucht, auf einer großen Veranstaltung in Berlin mit einem großen Schaubild darzustellen. Ich bin mir nicht sicher, ob das den gewünschten Effekt hatte. Mhm. Ich glaube, was wir wissen müssen, und vielleicht am Ende dieser ersten Antwort, es ist ein sehr ernstes Problem. Ne? Es ist wirklich ein ernstes Problem. Ich war sehr skeptisch. Schon wieder. Ich lerne es nicht. Nee, du gut, musst näher ran. Du musst ja, wirklich sehr nah ran. Jetzt mache ich es so. Ja, okay. Was man wissen muss über dieses Problem, es ist ein sehr ernstes Problem. Ich war am Anfang, als ich diese Recherchen begonnen, ich kam später dazu als andere Kollegen, so ein bisschen skeptisch und dachte, naja gut, das hört sich natürlich erstmal aufregend an und erinnert einen an Weimar. Aber wenn man sich die Details anguckt und auch vor allem die Reaktion des Staates, ist es wirklich, man hat das Gefühl, man lernt nicht dazu. Es wird nicht transparent damit umgegangen. Es wird immer wieder, gerade jetzt leider muss ich sagen, auch in Mecklenburg-Vorpommern, also in einem ostdeutschen Bundesland, fahrlässig damit umgegangen und so wird das Problem natürlich nicht besser, sondern immer schlimmer. Jetzt haben wir Franco A. Willst du mal meins nehmen? Vielleicht klappt das besser. Ich befürchte, es liegt an mir. Ja, vielleicht. Jetzt haben wir Franco A. ein bisschen vergessen. Der Bundesgerichtshof hat gerade beschlossen, die Anklage gegen ihn zuzulassen. Was wird ihm vorgeworfen? Naja, bei Franco Albrecht, Franco A., ist ja auch ein sehr hochrangiger Bundeswehrsoldat gewesen, dem vorgeworfen wird, also Terrorattentate geplant zu haben. Und bei Franco A. bewegen wir uns natürlich auf juristisch sehr komplizierten Grund, weil die Gedanken sind bekanntlich frei. Also es ist unumstritten, dass er wurde ja aufgegriffen in Wien, als er einem Waffenversteck eine Pistole rausgeholt hat. Man hat Munition bei Freunden von ihm gefunden, man hat Listen von mutmaßlich Feinden bei ihm gefunden.
Man hat auch Ausspähnotizen mal eben gefunden von der Amadeo-Stiftung in Berlin. Aber was, glaube ich, noch so ein bisschen fehlt, und das muss dann im Prozess eben zeigen, kann man ihn nachweisen, dass er wirklich einen Anschlag vorhatte. Das ist bei Terrorprozessen auch bei anderen, mit einem anderen Hintergrund absolut üblich. Nur das Verrückte ist, dass es jetzt 3 Jahre schon dauert. Und dass erst der Bundesgerichtshof überhaupt, das in dem Fall das Gericht, glaube ich, in Frankfurt dazu bringen musste, dieses Verfahren anzunehmen. Und das zieht sich auch durch diese ganzen Komplexe durch, dass überall die Verfahren verschleppt werden. Also auch bei diesen rechtsradikalen Soldaten und Polizisten, Reservisten in Mecklenburg-Vorpommern, zieht sich das alles seit 3 Jahren hin. Und ich bin jetzt nicht so der Freund von Polemiken, aber es ist schon so, wenn das jetzt Islamisten wären, das denke ich mir jetzt in den letzten Tagen auf, wenn das Islamisten wären, was das für eine Welle wäre. Also die Waffenfunde bei diesem Familienvater, er hat 3 Töchter, ja, dieser Polizist in Mecklenburg-Vorpommern, wenn das ein Islamist wäre oder Linksextremist, das wird aus den Schlagzeilen gewisser Zeitungen für über Tage nicht verschwinden. Und das muss man einfach so sagen. Also das ist so, und das ist, finde ich, auch ein Problem, dass man es immer verniedlicht. Und das sieht man auch bei den anderen Komplexen, dass eine Zeit lang die Kollegen von der Taz mit dieser Geschichte so auf weiter Flur standen und da hat ihnen niemand geglaubt. Und das ist natürlich ein Problem. Jetzt hast du gerade schon ein bisschen was dazu gesagt. Ich will die Frage trotzdem noch mal stellen. Wir haben es ja, du hast es im Film gezeigt, mit diesen Preppern zu tun. Also Leute, die sich auf irgendwas vorbereiten. Da gibt es Leute, die einfach Dosenfleisch sammeln, die einfach ein bisschen spinnen. Dann gibt es Reichsbürger. Dann gibt es aber auch diese Leute, wie jetzt in der Nordkreuzgruppe, die eben auch mit Waffen umgehen. Das wirkt ja, wenn man das sieht, oft so ein bisschen skurril, so ein bisschen verrückt, so ein bisschen versponnen. Was sind für dich die konkreten Anzeichen, wie ernst man das nehmen muss? Da kommen wir jetzt vor allem wahrscheinlich auf diesen Punkt Feindeslisten. Wie ernst ist sowas gemeint? Und Disput wäre zu viel gesagt, aber ich würde dir gerne an dem Punkt widersprechen. Es sind halt keine Prepper. Ich habe irgendwann mal gesagt, das ist ganz klassischer Wehrsport. Und Prepper kam durch leider wieder einen wirklich schlecht gemachten Beitrag von Kollegen in der ARD, die also diesen jetzt vor Gericht stehenden SEK-Beamten, also jemand, der beim Sondereinsatzkommando gearbeitet hat und bei der Bundeswehr ausgebildet worden ist, der gefragt worden ist, nachdem bei ihm die erste Durchsuchung war und die ganzen Waffen gefunden worden ist, sagte er, ach, wir sind doch nur Prepper. Und dann sagte der Reporter, ist ja interessant, was sind denn Prepper? Und dann hat er so erzählt, ja, wir glauben, dass irgendwann die Welt untergeht und wir haben Konserven und sammeln Schnaps. Später stellt sich Rauch aus Leichensäcke. Jetzt hat er vor Gericht gesagt, sie haben Leichensäcke nur genommen, weil die billiger waren als die normalen Hüllen für die Schlafsäcke. Klar. Ne, so. Also der Prepper ist, wie heißt das Neudeutsche schön, das ist, da wird so die ganze Argumentation wird so geframed, das ist so ein Framing, das ist eine Ablenkung, nichts anderes. Und das hat fantastisch funktioniert. Selbst der Richter in dem Prozess in Schwerin redet jetzt von Preppern. Das hat mit Preppen nichts zu tun. Das sind Wehrsportler, das sind Elite-Soldaten und Reservisten, die wie besessen eine Sache geübt haben. Schießen, schießen, schießen. Ja, mit Militärmunition auf Ziele aus Autos raus. Und das hat mit Preppen nichts zu tun. Also mit so wie das, ne, mit den Preppern, die jetzt wirklich glauben, morgen geht die Welt unter. Etwas, was viele dieser Leute verbindet, Franco A., Nordkreuz und so weiter, ist dieses Anliegen von Feindeslisten. Wir haben hier in Hessen zuletzt gehört, Stefan Ernst, der Mensch, der wahrscheinlich Walter Lübcke erschossen hat, hatte auch so Listen zu Hause. Das ist ja eine alte Tradition aus der rechten Szene, sehr bekannt. Vielleicht magst du dazu was sagen, wie funktionieren diese Feindeslisten? Also die Wurzeln sind natürlich sowieso aus der NS-Zeit. Ne? Die haben ja auch gewusst, wen sie abholen müssen und haben ja exzessiv, wie wir wissen, mit der Gestapo Informationen über politische Feinde und so. Du hast es mal im Interview mit mir gesagt, das ist der Wesensmerkmal des Nationalsozialismus, ist es auch den Feind zu kennen und vernichten zu wollen. Insofern ist es hier auch so ein Punkt, der mich sehr ärgert. Das ist eine sehr alte Tradition. Anti-Antifa hieß das, also in den 90ern vor allem hat sich das rausgebildet, dass also die Nazi-Szene sich abgearbeitet hat am politischen Feind, die Antifa, und dann eben angefangen hat, Adressen zu sammeln von ihren Feinden, Fotos zu machen. Soll die Gegenseite ja auch machen, habe ich gehört. Aber eben auch Adressen von Richtern zum Beispiel ins Internet zu stellen, schon in den 90ern. Adressen von Polizisten, Todesdrohungen auszusprechen. Das ist wirklich Standard. Das ist so, also ich lache jetzt, aber eigentlich ist es traurig. Das war fast so verblüffend wie nach dem Anschlag in Halle, dass wirklich ich angerufen worden bin und mich Leute gefragt haben, echt, die sind Antisemiten? Ich dachte, es geht immer gegen Migranten. Ich habe gesagt, wir diskutieren jetzt darüber, ob Nazis Antisemiten sind. Musste man wieder begründen. Erstmal so, ja, ist nicht so abwegig, dass ein Nazi eine Synagoge angreift. Das heißt, es ist eine ganz alte Tradition und es ist auch ernst zu nehmen. Dass nicht jeder auf einer Liste gefährdet ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber wir haben auch beim NSU eine sogenannte Zehntausender-Liste.
Das heißt, Mundlos, Böhnert, andere NSU-Mitglieder, immer noch die Frage, wer, haben exzessiv Adressen gesammelt. Und zwar nicht nur von den politischen Gegnern, sondern eben auch von Waffenläden, von Kasernen, von militärischen Einrichtungen, polizeilichen Einrichtungen. Und ich habe mal einen hochrangigen Neonazi aus Thüringen gefragt, warum macht man das? Hat er geantwortet, naja, weil wir ja irgendwann am Tag X die Macht ergreifen. Wir gucken uns auch Krankenhäuser an und zählen die Betten. Und wenn wir soweit sind, du kommst auch auf den Wagen. Ne? Also das ist sozusagen, das sind wirklich lupenreine Nationalsozialisten. Und das wird, glaube ich, häufig verkannt. Also das ist ein relativ klarer, auch auf eine Art simpler Plan, der da abläuft. Du hast es gerade jetzt selber erwähnt, diesen Tag X, das ist auch sowas, was immer wieder auftaucht. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, bei Behörden scheint immer so ein bisschen die Einschätzung vorzuliegen, naja, Tag X, lass es sammeln, das ist ja noch lange hin, weil die Demokratie ist ja stabil und niemand kann sich was anderes einbilden, selbst die Rechten nicht. Und gleichzeitig ist es ja so, dass wer legt fest, wann der Tag X ist? Also wie funktioniert das in den Strukturen? Oder muss der Tag X überhaupt sozusagen, brauchen sie den, um zuzuschlagen? Und das hat ja Ernst gezeigt und andere gezeigt, den brauchen sie halt nicht. Und ich glaube, das ist das große Missverständnis. Das kann man sehr gut wieder sehen an diesen Strukturen in Mecklenburg-Vorpommern, Nordkreuz, Marco Groß, der vor Gericht steht und so weiter. Da hat die Bundesanwaltschaft bis heute keine Anklage erhoben, wegen der Gründung einer terroristischen Vereinigung, weil man gesagt hat, naja, die waren halt sehr sauer wegen 2015. Stimmte alles nicht, der sammelt Waffen seit 2009, aber das ist so das, ne, die Story, die man dann irgendwie gesetzt hat. Da waren die sauer und haben hin und her gesimst und wollten sich vorbereiten. Und die haben gesagt, am Tag X, wenn die Flüchtlinge das Land überrennen, dann wollen sie bereit sein. Aber das ist ja in weiter Ferne. Also können wir hier auch nicht sozusagen, können wir nicht davon ausgehen, dass sie das wirklich ernst meinen, wenn sie sagen, sie bringen ihre politischen Gegner um am Tag X und kaufen dafür Leichensäcke. Und das ist natürlich, da bin ich mir immer nicht sicher, meinen die das ernst oder ist das Ablenkung? Wenn sie es ernst meinen, ist es fatal, weil dann haben sie Terrorismus nicht verstanden. Und bei der Bundesanwaltschaft, die ja nichts anderes machen oder hauptsächlich sich mit Terrorismus beschäftigen, also ich mache das auch seit 2001, und es ist immer dasselbe. Du hast Gruppen, die haben wahnsinnig große Ziele. Also jetzt die Islamisten wollen halt die weltweite Umma, also alle Muslime, eine Gemeinschaft, und wer nicht mitmacht, wird umgebracht. Weltweit, nicht ein Land, nicht ein Kontinent, weltweit, also nicht zu erreichen. Rassisten haben das Ziel, also die White Supremacists, dass nur die weiße Rasse überlebt am Ende. Weltweit. Also ein Genozid nicht gekannten Ausmaßes. Das würde das Dritte Reich in Schatten stellen. Und natürlich ist das sozusagen, weil man das Ziel nicht erreichen kann, wächst die Frustration. Und du hast, dann hast du so eine Gruppe wie den NSU mit den Kernmitgliedern Böhnert, Mundlos und Untergrund, die ganz große Pläne haben, wie sie in ihren Briefen schreiben. Ganz typisch für Terroristen. Also sie wollen ein Netzwerk bilden, sie wollen ganz Deutschland die Politik ändern. Das passiert aber nicht. Und dann kommt es eben aus der Frustration raus zur willkürlichen Gewalt. Und das ist also auch ganz typisch, auch für anderen Terrorismus, Islamisten. Und das ist sozusagen da, wo, und vielleicht noch ein Gedanke, der ist sehr wichtig, das kommt in dem Film ja raus, wo die Martina Renner sagt, es braucht nur den Tatvorsatz. Mehr braucht es nicht. Und das haben wir ja in Halle und bei Ernst auch wieder gesehen. Und das ist so gefährlich. Wie entscheidend hältst du die gesellschaftliche Stimmung? Das ist ja etwas, was man oft in diesem Umfeld von rechtem Terrorismus hört. Wenn die Pegidas auf der Straße sind, wenn die AfD in die Parlamente kommt, wenn überall die Heime brennen, bekommen doch die Nazis zunehmend das Gefühl, jetzt tut sich was, jetzt kommt der Umsturz, jetzt sind wir dran, jetzt ist Tag X gekommen. Ist diese Stimmung wichtig für die oder ist das vernachlässigbar? Also ich glaube, dass man natürlich sich das angucken muss, aber die rechte Szene zeigt und auch andere Terrorphänomene zeigen, dass sie diesen Volkeswillen, der da immer, wird das ja oft genannt, den brauchen die nicht. Teilweise kann es sogar kontraproduktiv sein. Also sie manchmal sozusagen, wenn man jetzt die rechte Szene sich anguckt, waren die manchmal noch gefährlicher in der Zeit, wo sie eben nicht ihre Ziele erreicht haben. Da ist der NSU wiederum ein sehr gutes Beispiel. Ich meine, wenn man 1992 haben es rechte Brandstifter und Mörder geschafft, dass die Asylgesetzgebung in diesem Land geändert wird. Und zwei Tage, nachdem man das Gesetz geändert hat, ich erinnere mich noch, da wurden dann, haben Demonstranten den Rhein blockiert, da kamen die Abgeordneten nicht zum Abstimmen. Zwei Tage oder wenige Tage später brannten dann die Häuser in Mölln. Also das war sozusagen, da haben die dann nicht aufgehört, weil sie ein Ziel verfolgt haben. So, dann haben sie aber die nächsten Ziele nicht erreicht, nämlich die politische Macht zu übernehmen. Die haben ja wirklich gedacht in den 90ern, so jetzt kommen die Republikaner, NPD. So, das passiert, das hat alles nicht passiert. Und dann sozusagen änderte sich die Stimmung in Deutschland wieder. Also weg von diesem Extrem, auch diese Titelbilder, die ja damals sehr antimigrantisch waren. Das Boot ist voll und so. Es änderte sich ein bisschen. Und dann
fühlten sich, und das sieht man auch in der Kommunikation von jemandem wie Mundlos, Uwe Mundlos vom NSU, war man frustriert. Und man braucht den Volkswillen nicht, man will ja die Avantgarde sein. Das ist, glaube ich, so der Denkfehler. Ich weiß nicht, ob jemand wie Stefan Ernst den Volkswillen braucht, da bin ich mir nicht so sicher. Dass das nicht hilft und eher im Sinne von Rekruten, dass so mehr Leute dazukommen oder eben Einzeltäter wie in Halle, das mag sein, aber man darf jetzt nicht irgendwie glauben, wenn sich die Stimmung ändern würde, dass das Problem nicht mehr da wäre. Das jetzt gesagt, trotzdem muss man klar sagen, was wir jetzt erleben, dieses geschlossene System, was uns gegenübersteht, mit der AfD, mit den Mitarbeitern. Also Marco Groß, der in Schwerin vor Gericht steht, ist AfD-Mitglied. Der Mitbeschuldigte in diesem ganzen Verfahren, auch ein Polizist und Reservist der Bundeswehr, ist Mitglied des Flügels der AfD. Und berät die Fraktion der AfD im Landtag in Schwerin. Und dann haben wir den Fall Maximilian T. bei Jan Nolte. Also das ist sozusagen, da gehen so Flügel, da gehen so Bewegungen zusammen. Und das ist tatsächlich sehr gefährlich, was nochmal so eine andere, also so diese ganze diese Vorfeldmilitanz betrifft. Wir haben jetzt hier in diesem Jahr verschiedene Gewalt- und Mordtaten zu beklagen gehabt. Den Mord an Walter Lübcke muss man hier im Saal ja niemandem sagen. Auch den Anschlag in Wächtersbach hier in Hessen. Und dann auch der versuchte Massenmord in Halle gescheitert an einer stabilen Holztür. Wenn man das so zusammennimmt und hört, was Herr von Notz in dem Film sagt, die Gefahr war nicht mehr so groß seit 1945. Was würdest du sagen, wo stehen wir aktuell? Was ist so ein Szenario, auf das wir uns einstellen müssen? Wie groß ist die Gefahr aktuell? Also die Gefahr ist halt unverändert groß. Man muss sich vor Augen halten, die Interviews haben wir vor Lübcke geführt. Mhm. Also die haben wirklich, wenn man immer sagt, ach, die warnen es, ja dann leicht danach, das war alles vor Lübcke. Und die haben alle Angst gehabt. Also auch jemand wie Schuster von der CDU, ein sehr, sehr konservativer Politiker. Alle hatten wirklich fühlbar Angst, weil natürlich sie die entsprechenden Berichte gekriegt haben. Warum? Weil man eben weiß, und das ist ja sozusagen, darüber reden wir ja seit der Enttarnung des NSU immer wieder, dass die Gruppe der militanten Neonazis immer in Deutschland groß war. Es waren immer um bei 12.000. Seit den 90ern hat sich daran nichts geändert. Neulich kam die Zahl mal wieder hoch, alle wieder ganz, oh, 12.000, wirklich. Habe ich schon vor 7 Jahren gehört beim BKA. Und ich habe in die Akten geguckt, in den 90ern waren es halt 14.000. So, du hast eine Riesengruppe, plus die Unbekannten, plus ein neues Phänomen wie ein Attentäter von Halle, der sich also mutmaßlich so aus dieser Gamer-Szene raus auch ein bisschen selbst radikalisiert, selbst mit einem 3D-Drucker Waffen baut. Das ist natürlich nochmal ein neues, das am schwerst zugreifende Phänomen. Weil wenn man dann zuhört, wie seine eigene Mutter sich im Spiegel offen antisemitisch äußert, dann ist die Frage, so, ja, Selbstradikalisierung. Das kommt, da hast du völlig recht. Klar, meistens haben die Leute natürlich schon eine Geschichte. Nichts passiert so aus dem Nichts raus, naja. Hast völlig recht. Das ist aber, muss man dazu wissen, also man wird keinen, wenn man im Hintergrund mit einem Sicherheitspolitiker oder jemandem von Behörden redet, da kenne ich keinen, der wirklich mit jemandem, der sich auskennt, sagt, wir haben das jemals eine Sekunde nicht ernst genommen, die rechte Gewalt. Das ist halt dieses Spiel in Deutschland. Man redet es klein, dann regen sich, sei jetzt mal die andere Seite mal auf, wie könnt ihr das denn so klein reden? Ich habe immer gesagt, ich bin da skeptisch. Ich kenne sehr viele Akten, wo immer ganz klar daraus wird, die haben es halt nie, es geht nicht ums Kleinreden, sondern die Taktik war immer, wir befrieden die. Wir befrieden die rechte Szene, weil sie zu groß ist. Und das schlägt jetzt, das sieht man bei Lübcke, und deswegen ist die hinter den Kulissen die Panik auch so groß, ist ihm endgültig klar, und das sieht man ja, der Unterschied der Reaktion auf Lübcke, wenn man das vergleicht mit der Reaktion auf den NSU. Das ist ja das Schlimmste für die Hinterbliebenen jetzt. Mhm. Dass man jetzt ja den Unterschied sieht, das, was ja oft gesagt worden ist im Kontext des NSU, nach dem Motto, was wäre, wenn das, wenn die einen anderen Hintergrund gehabt hätten, die Opfer. Ich war da immer sehr vorsichtig. Aber da muss man jetzt sagen, jetzt auf einmal BFV mehr Leute, jetzt auf einmal BKA mehr Strukturen, jetzt auf einmal hat man es erkannt. Und das ist natürlich schon sehr entlarvend. Das heißt aber nicht, dass sie es vorher nicht wirklich erkannt haben. Da war ich immer sehr vor. Weil das spiegelt sich nicht in den, weil die Narration wurde sofort nach Lübcke ins Fernsehen getragen von Terrorexperten. Ja, BFV hat das übersehen, also das Bundesamt für Verfassungsschutz. Die brauchen mehr Leute, die brauchen mehr Analysefähigkeit. Denselben Trick haben sie schon bei der NSU benutzt. Mhm. Denselben Trick. Und 13 Untersuchungsausschüsse später kannst du denselben Trick nochmal anwenden. Und es klappt wieder. Es klappt wieder. Und das ist natürlich auch ein Problem in unserem Land, dass du einfach Analysen nicht umgesetzt werden in Handlungen. Mhm.
Nur dazu als Ergänzung, vor kurzem, gar nicht weit von hier im Museum Wiesbaden, war neulich die Herbsttagung des Landesamts für Verfassungsschutz. Und da war das in allen Gesprächen, auch auf der Bühne zu spüren, es gibt eine ganz große Verunsicherung. Und da wurden dann so, gab es dann so Floskeln wie, naja, es ist ja auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe mit der Terrorbekämpfung und dem rechten Hass entgegenzutreten. Und so Sätze habe ich seit Ewigkeiten nicht von Verfassungsschützern gehört. Also, jetzt auf einmal, ne? Ja, jetzt auf einmal. Fragt man sich einmal, warum jetzt auf einmal? Und zweitens, aber daraus ergibt sich eine ganz andere Frage. Hast du den Eindruck, dass tatsächlich jetzt sowas wie so ein Umdenken in Bewegung kommt oder wirkt das nur von außen so? Also mir wird das permanent so erzählt, also von auch ganz unterschiedlichen Quellen. Jetzt gerade in Berlin, die sagen, nein, wirklich, die haben das verstanden, BFV, militärischer Abschirmdienst, die nehmen das ernst, die sind alle in Panik und es passiert ganz viel. Ich würde es gern sehen, ich würde es gern selber sehen. Mhm. Ich höre mir das so an und sage, okay, kann ja sein, aber im Kern geht es doch bei der ganzen Sache darum. Und das hat der NSU gezeigt. Die haben ein V-Mann-System etabliert über Jahre und haben mit den größten Schweinen, die es überhaupt gibt, in der Szene zusammengearbeitet. Haben denen Geld gegeben, haben die aus dem Knast rausgehalten und haben gedacht, sie haben es im Griff. Haben sie genuin gedacht. So, NSU hat schon mal gezeigt, das ist eine Fehleinschätzung gewesen. Da hat man intern dann gesagt, naja, ist dumm gelaufen, ne? Also so ein bisschen Pech gehabt. Und jetzt passiert Lübcke, wo garantiert auch um ihn herum diverse V-Leute waren. Deswegen sperren sie ja die Akten. So, und jetzt geht es einfach darum, ist diese Terrorabwehr, so wie sie organisiert ist, das heißt zu 80% durch V-Leute, überhaupt abwehrbereit? Und da muss man einfach sagen, ist sie nicht. Und das ist natürlich, da geht ein ganzer Apparat wird in Frage gestellt. Weil man dann, also ich habe da eine sehr differenzierte Meinung. Ich bin niemand, der sagt, generell überhaupt nicht Informanten, weil ich habe viele Akten gelesen, wo man schon sagen muss, naja, die Information musst du erstmal anderweitig kriegen, mit polizeilichen Mitteln. Das wollen wir nämlich, das muss man sich auch gut überlegen, ob man das will. Eine geheime Staatspolizei, die politische Verbrechen. Und ich kenne auch Staatsschützer bei der Kripo, die sind jetzt auch nicht alle Überflieger. Ne? So, das heißt, es klang gemeiner, als es gemeint war. Aber Fakt ist, und das haben wir auch bei Amri gesehen, die Abwehr funktioniert nicht. Und darüber wird eben nicht irgendwie, das ist aber auch so ein Punkt in Deutschland, über die Kernfrage wird da nicht geredet. Wir kommen gleich noch so ein bisschen auf die verschiedenen Gruppen, die es da jetzt gerade gibt, um das nochmal auseinanderzuhalten. Aber jetzt erstmal, weil das ja im Film zentral darum geht, da geht es um Elitesoldaten, Leute, die mit Waffen umgehen können, die wissen, was man mit diesen Waffen anstellt, die taktisches Verständnis haben und so weiter, die auch als gemeinsam hierarchisch agieren können und solche Dinge. Ist das, wenn sich so Teile des Staatsapparats in irgendeiner Form radikalisieren, ich glaube, im Film wird immer von außer Kontrolle geraten gesprochen oder sich verselbstständigen, ist das so ein Punkt, wo du sagen würdest, das Gewaltmonopol des Staates sozusagen wird zu einem echten Problem, wenn das sozusagen, wenn Teile der Leute, die dieses Gewaltmonopol verwalten, mit allem, was dazugehört, sich plötzlich in so eine Richtung entwickeln? Ja, nicht, wenn man durchgreift. Also ich bin sehr großer, also ich denke, das Gewaltmonopol gehört mit zu den wichtigsten Errungenschaften. Also ich war viel in Ländern unterwegs, wo es das Gewaltmonopol nicht gibt. Und jeder, der ein Gewehr hat, hat in dem Moment die Macht. Das wollen wir ja alle nicht. Aber eins ist doch klar, ich finde es fahrlässig. Wenn ich jetzt auch die Einlassung lese von diesem Marco Groß, diesem SEK-Beamten, Scharfschützen, also wirklich ein top ausgebildeter Scharfschütze, der das Haus voll hat mit Munition, mit Waffen, der einen Hass hat auf Linke. Wir wissen alle, wir können die Leute nicht 24 Stunden am Tag unter Kontrolle behalten. Wer hätte denn danach sich wundern können, wenn der sich in ein Auto setzt oder jemand wie er, um juristisch jetzt sauber zu bleiben, zum Millerntor fährt, sich auf die Feldstraße bei mir in Hamburg auf den Bunker legt und in die Südkurve von St. Pauli, wo der ganze schwarze Block der Antifa in der ersten Reihe steht, reinhält, wie in Las Vegas. Das ist doch einfach ein klares Szenario, das kann man doch nicht... Also ich finde das fahrlässig, dass man gegen so Leute nicht hart durchgreift. Aber man sieht eben auch, wenn man jetzt mit den Parlamentariern spricht, mit anderen Polizisten spricht, die, um das mal auf gut Deutsch zu sagen, kotzen über so eine Leute natürlich, da eben nicht hart durchgegriffen wird. Das hat zum Teil damit zu tun, es ist auch sehr schwer, die loszuwerden als Beamten. Es ist nicht leicht, also du bist nur automatisch raus, wenn du auf zwei Jahre eine Freiheitsstrafe, 2 Jahre ohne Bewährung kriegst, dann bist du sofort raus. Das heißt, Gewaltmonopol, also wenn man da durchgreifen würde, dann wäre es ja okay, aber ich habe jetzt schon wieder so das Gefühl, es wird so rumgeeiert. Und das Problem ist ja, die Leute haben ja ihr Wissen immer noch. Ich saß ja dem einen KSK-Soldaten gegenüber. Das sind ja nicht irgendwelche, das sind die bestausgebildeten Soldaten in Deutschland, die teilweise Guerillakriegsführung hinter den feindlichen Linien, Desinformation, alles. Und die haben jetzt zumindest, ich habe ja mit einigen geredet, ein ganz knallhartes AfD-Denken.
Und natürlich ist es auch so psychologisch, natürlich auch nicht, werden die nicht betreut. So, die kommen aus Afghanistan wieder, teilweise traumatisiert. Und 2015 hast du dann auf einmal viele Afghanen kamen ja mit dieser Migrationswelle mit. Und das hat viele bei denen wirklich so ein bisschen aus dem Trauma ausgelöst. Aber damit wird ja auch nicht umgegangen. Ich will das jetzt nicht entschuldigen, aber das ist natürlich wahnsinnig gefährlich. Und ich habe so das, also politischer Ebene sehr das Gefühl, dass man das sehr ernst nimmt. Aber ich glaube, niemand, alle sitzen abends auch nur da und hoffen, dass nicht was Schlimmes passiert. Ich glaube nicht, dass irgendjemand sagt, wir haben die Lage im Griff. Wie ist das zu erklären, dass die Behörden, deren Aufgabe das ja ist, und das wissen die ja auch, dass sie ein Problem haben, wenn was passiert sozusagen. Es ist ja nicht so, dass die dann alle in Wiesbaden sitzen, wenn Herr Lübcke erschossen wird und sagen, ja, sondern die wissen ja, was dann kommt an U-Ausschuss und so weiter und so fort. Wie ist das zu erklären? Bei den NSU-Morden hatte man ja oft das Gefühl, gerade in den Ermittlungen, gab es so einen Gedanken, es darf nicht sein, was nicht sein kann. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Ne? Dass Nazis in Deutschland rumfahren, Leute abknallen, das durfte, also auf die Idee kam man nicht, weil das durfte nicht passieren. Das durfte nicht sein. Jetzt haben wir ja eine etwas andere Situation. Wir kennen den NSU und wir wissen, was da jetzt gerade für Leute unterwegs sind. Man kann sie im Fernsehen sehen. Und trotzdem hat man das Gefühl, der Staat ist so halbwegs aktiv. Wie ist das zu erklären? Das ist das Prinzip Hoffnung. Also ich meine, gucken wir nochmal die Bundeswehr an. Man schafft die Wehrpflicht ab. Und man hat ein wahnsinniges Problem, Leute. Du kriegst ein bestimmtes Klientel, was dahin will. Du hattest schon seit den 90er Jahren Probleme mit den Soldaten aus bestimmten Standorten. Ich habe ja die Akten gelesen. Da war dann ganz klar, die Linie des MAD war nicht, ist derjenige ein Verfassungsfeind, sondern schadet derjenige der Bundeswehr. Da steht so eins schwarz auf weiß in den Akten. Das heißt, wenn jemand sagt, nee, also ich will eigentlich hier nur lernen, wie man mit Sprengstoff umgeht und mit Waffen und gut schießt und ein paar Kumpels kennenlernen, dann haben die gesagt, okay, willst du für uns arbeiten, darüber berichten? Wen du hier so... Nein, dann bilden wir dich aus. Aber willst du uns... Hast du was gegen die Bundeswehr? Nein, ist ja im Endeffekt auch nur Nachkommen der Wehrmacht. So findet man das in den Akten. Das ist kein neues Phänomen. Das heißt, die wussten, sie holen sich eine Menge Leute rein, die Probleme bereiten können. Die einfach eine harte, rechte Gesinnung haben, einfach auch qua Herkunft, qua so. Die wussten, dass sie da mit Handgranaten hantieren, aber sie haben halt das, anders haben sie ihre Ränge nicht vollgekriegt. Mhm. Und bei der Polizei ist es natürlich auch so, wenn man sich mal anguckt, die BFEs, also diese Beweissicherungsfestnahmeeinheiten, die so in die Demos reingehen. Ich habe, weil Michael Kiesewetter, das Opfer des NSU, eben in so einer Einheit war, eben sehr viel auch von diesen Akten, was sie so machen, wie die so drauf sind, gelesen. Das ist eine ganz bestimmte Art von Mensch, die auch da hingeht, natürlich auch den Mut haben muss. So eine Einsätze, die haben auch viele echt ätzende Einsätze durchzuführen. Aber ich finde das immer so naiv, die ganze Diskussion. Natürlich geht, das wird dann immer nicht gesagt öffentlich, aber natürlich geht dann ein bestimmter Typ Mensch auch hin, der anfällig ist. Und schon, das siehst du schon vor, ja, das ist jetzt 12, Kiesewetter ist 12 Jahre her, siehst du schon diese Struktur von Menschen, die da eben ganz klar eben Rechtsrock hört, sich klar rassistisch geäußert hat. Das ist ja alles kein neues Problem. Wird jetzt so getan, ne? Auf einmal, oh, wirklich. Ich habe schon Anrufe 1992 von einem Freund gekriegt aus Leipzig. Wir müssen mal was machen über die rechten Polizisten hier. Labsi, wenn du wüsstest, was hier abgeht. Das ist doch alles nicht neu. Ich wollte das noch ein bisschen auseinandersortieren. Wir haben jetzt die ganze Zeit schon über verschiedene Sachen gesprochen, nämlich einmal über Nordkreuz und solche ähnlichen Gruppierungen aus Elitesoldaten, Polizisten. Dann über die klassische militante Nazi-Szene, die gibt es ja auch noch. Dann rechte Terrorstrukturen wie zum Beispiel Combat 18, wo immer die Frage ist, wie nah war da Stefan Ernst dran zum Beispiel. Und dann aber auch sowas, du hast gerade angesprochen, sowas relativ Neues, wie zum Beispiel der Mann, der in Dresden eine Bombe gelegt hat, der vorher bei Pegida als Redner war, also jemand, der relativ frisch radikalisiert ist. Das ist ja mittlerweile so ein ganzes Spektrum an rechten Terrorgruppierungen. Wie ist da eigentlich der Zusammenhang? Gibt es da ideologische Gemeinsamkeiten? Ist das eine Bewegung? Wie funktioniert das? Genau, es ist eine Bewegung und die Gruppen sind eigentlich zu vernachlässigen. Okay. Ich sage auch immer so, Combat 18, ja, aber es ist schon Nazi-Führer in den 90ern haben gesagt, Kühn hat das gesagt, bildet viele Gruppen, um sie zu verwirren. Mhm. Bildet viele Namen, dann arbeiten sie sich alle ab. Das funktioniert ja auch super. Also, was ich auffällig finde, ist die Kontinuität der Person. Wo die jetzt gerade sind, armanische Artengemeinschaft oder so, ist doch egal. Also, finde ich jetzt, das ist dann immer, das ist natürlich auch immer so, das kommt aus den Behörden raus, dass diese Projektion meiner eigenen Struktur auf die anderen. Aber das Gefährliche ist, es ist eine Bewegung, zu der kann ich mich einfach bekennen. Das hat ja auch irgendwann den Islamismus, Salafismus, salafistisch geprägten Dschihadismus so gefährlich gemacht, dass ich einfach sagen kann, ich bekenne mich jetzt dazu und gehöre dann dazu. Das ist
extrem schwer zu bekämpfen. Und ich glaube, so dieser Wunsch, gibt es die eine Gruppe, die verbieten wir oder die überwachen wir, dann haben wir das Problem im Griff. So ist es nicht. Du kannst, zumal es in der rechten Szene, wie in anderen Szenen ja auch, völlig abstruse Splitter, also Unterschiede im Detail dann gibt, über die sie sich dann zerstreiten. Ne? Also das ist ja völlig, also die Schnittmengen, das kann man ganz gut an der internen Kommunikation sehen, über was sie sich manchmal streiten. Die Schnittmengen sind gar nicht teilweise im Detail anders. Aber immer die Person, die Kontinuität. Und was ich mich frage, da bin ich noch nicht ganz am Ziel, da arbeite ich gerade dran. Wissen die Behörden eigentlich, so wie sie es bei den Islamisten so ungefähr wissen, wer sind die 500 gefährlichsten Gefährder? Das heißt ja von Seiten des BKA, es sind 32 in Deutschland. Rechte Gefährder, Entschuldigung, genau. Und wenn du jemanden wie Stefan Ernst anguckst und die Akte jetzt mal so ein bisschen mehr, auch die Geheimteile einsehen kannst, da sieht man eben, das ist ein unglaublich gefährlicher Rechtsterrorist gewesen. Der eine tickende Zeitbombe war. Und insofern ist eben die Frage, wie viel gibt es von denen und ist das einigermaßen im Griff? Auf eines wollte ich auf jeden Fall zu sprechen kommen, weil das jetzt zumindest bei den Nordkreuzleuten im Film keine Rolle gespielt hat. Der Rassismus ist in allen diesen Gruppen stark, kann man das so sagen? Die Basisideologie? Ja, also ich habe ja mich mit ein paar von denen getroffen. Und dann, die sagen nichts offen rassistisch ist, wo du sagen kannst, das ist justiziabel, also in so einem Gespräch. Aber es ist eben ganz klar, dann, das ist so dieses Ganze, die Migranten kommen mit den Messern. Und habt ihr gehört, was in Italien die Schwarze Axt, also soll so eine angebliche Verbrecherorganisation von afrikanischen Migranten. Also es ist immer sozusagen so ein ganz klar eingeschränkter Fokus. Also immer nur ein, ne, das ist nicht der ganz platte Rassismus wie jetzt in den Schriften vom NSU. Mhm. Ne, Ali Drecksau, hau ab. Und so, sondern das ist natürlich schon so ein bisschen schlauer. Dazu sind die einfach zu gut ausgebildet. Aber natürlich liegt dem eine Grundannahme zugrunde. Und die ist, dass erstmal alle Muslime erstmal gefährlich sind. Und vor allem Muslime, um die geht es natürlich vor allem. Ne? Also dass sozusagen da einfach pauschalisiert wird. Und das merkt man sehr stark. Also es geht immer um muslimische Migranten und die sind das Problem. So dieses Ganze, ne, was wir ja von Sarrazin und diese ganze, was wir jetzt seit Jahren ja erleben, diese ganze Richtung, die aber ins Extrem sozusagen ein bisschen übersteigert. Und wahrscheinlich ist der Tag X auch so gemeint, oder? Die jetzt alle zu uns gekommen sind, die Ausländer, Migrantinnen und so weiter, die übernehmen dann unser Land, oder? Nee, ich glaube, der Tag X ist schon so gemeint, dass sie das Gefühl haben. Ich meine, das sind Elitesoldaten, die Behörden, wir haben jetzt oft neue Fälle von Eliteoffizieren, die das Gefühl haben, der Staat wird nicht mehr so geführt, wie sie es für richtig halten. Mhm. Und dass sie es eigentlich besser könnten. Und wenn es durch Wahlen, im Endeffekt schon ein bisschen wie Weimar, wenn es durch, wobei da es ja fast durch Wahlen geklappt hat, also jedenfalls der Anfang, wenn also sozusagen wir durch Wahlen nicht an die Macht kommen, dann müssen wir es eben anders regeln, durch den Tag X. Und diese Grundannahme, diese Hybris natürlich, dass wir es eigentlich besser können, die anderen verstehen alle nichts, ihr habt alle keine Ahnung von der Gefahr, ihr seid alle blöd. Ich kenne das so extrem auch aus bestimmten Kreisen in den USA. Ne, übersteigerte Selbstwahrnehmung auch von Exekutivmitgliedern. Mhm. Das haben wir hier auch. Und das ist, also klar ist der Rassismus auch gefährdet, aber der ist wiederum auch Tarnung. Der Grundgedanke ist doch beängstigend, dass die denken, sie können es besser als demokratisch gewählte Politiker. Mhm. Dass sie das überhaupt, das ist staatsfeindlich. Mhm. Sehr gutes Stichwort, demokratisch gewählte Politiker. Ich wollte mit dir auf die AfD zu sprechen kommen. Die taucht im Film ja auch auf und man hat das Gefühl, dass sie in diesem ganzen rechten Feld, was sich die letzten Jahre sehr stark ausgeprägt hat, überall eine Rolle spielt. Als Diskursverschärfer, als Tabubrecher, dann aber auch als Arbeitgeber für solche Leute. Das ist ja breit bekannt, nicht nur Maximilian T. arbeitet im Bundestag, sondern der Chef, der Kopf der Identitären arbeitet im Bundestag oder hat es zwischenzeitlich getan. Und überall tauchen diese neurechten Strukturen dann auch in den AfD Strukturen auf und es gibt massive Überschneidungen, hat es hier auch in Hessen ja gegeben. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt die AfD für diesen rechten Terrorkomplex, über den wir jetzt die ganze Zeit sprechen? Naja, ich meine, wenn man drei Terrorverdächtige hat, deren Komplizen oder die selber für die AfD arbeiten, dann hat man ja schon seine Antwort. Und ich verstehe immer, es wird ja immer so getan, als wenn das so schwer wäre, mit AfD-Leuten umzugehen. Aber wir haben sie ihn ja auch einfach, der kann ja auch zu Wort kommen, meinetwegen, aber man kann ja danach fragen und dann entlarvt er sich ja selber. Und natürlich müsste man jetzt, nach dem, was eben noch mehr bekannt wird über diese AfD-Mitarbeiter, die einen als Terrorismusbeschuldigte gelten, die wiederum die AfD an sich viel härter rannehmen. Hm. Stattdessen gibt es halt Filme, wo irgendwie sich die
angeblich bürgerlichen AfD-Mitglieder über den Flügel aufregen dürfen und sich als Freiheitskämpfer darstellen dürfen, die gegen diesen Flügel vorgehen. Das ist natürlich ein Problem der Herangehensweise. Wiederum, hätten wir eine Partei, eine andere Partei, die 3 Terrorverdächtige beschäftigt, was denn los wäre? Also, ne, also wir hatten ja den Fall mit der Linken und dem RAF-Terroristen. Christian Klar. Ne, das war natürlich dann, nur hat der... Ne, er ist ja dann auch nicht mehr da und ich fand das auch Wahnsinn, aber er hatte seine Strafe abgesessen. Während die anderen, die anderen ja auch nicht bei der Aufklärung helfen, immer noch Beschuldigte sind und vom wiederum Bundesamt für Verfassungsschutz als Rechtsextremisten beobachtet werden, was das Amt nur kann, wenn sie als gewaltbereit gelten. Mhm. Und es ist natürlich schon so, wenn mir Abgeordnete sagen aus anderen Fraktionen, derselbe Typ, der meine Adressen sammelt und überlegt, wie er mich oder meine Freunde umbringt, läuft jetzt hier über die Flure. Und da ist wirklich auch aber das ist auch Teil unserer ein bisschen abgestumpften Zeit, oder vielleicht sind es immer zu viele Themen, dass die Aufregung da wirklich relativ gemäßigt, finde ich, noch ist. Aber es zeigt ja auch der Film, wie abgewichst die sind. Mhm. Wie abgewichst die da sitzen. Und dann, ich hätte nicht gedacht, dass der ein Interview gut hat, aber das erste Mal dann relativ lange darüber geredet. Dann sitzt er dann cool da und weiß genau die Schwächen des Gegenübers, dass also bestimmte Informationen geheim sind. Und also sie spielen das dann so bis an die Kante ran. Ne? Und das ist dann eben auch, da habe ich dann auch immer wieder gesagt, den Demokraten im Parlament, was macht ihr denn jetzt? Wie seid ihr denn jetzt wehrhaft? Und da merkte man natürlich, das ist eben als Demokrat Menschen, also Gegner zu bekämpfen, die nicht demokratische Mittel wählen, sehr schwer. Das ist eine Krux natürlich. Ne? Mhm. Ich wollte am Schluss, eigentlich wollte ich damit jetzt, oder hätte ich gedacht, ich kann damit jetzt einsteigen, weil du noch nicht da warst, jetzt bist du ja doch schon da. Entschuldigung. Ist doch alles super. Ich hätte mich hier mit so einem Monolog auch nicht so komisch gefühlt, ehrlich gesagt. Und zwar zur Polizei. Dieser Frankfurter Fall und der hessische Fall, die meisten im Saal werden es ja in irgendeiner Form wissen, dass es zwischenzeitlich 38 Verdachtsfälle gab in der hessischen Polizei von in irgendeiner Form gearteten rechtsextremen Umtrieben. Der Kollege von Bebenburg hat es im Film gesagt, von rassistischen Pöbeleien auf dem Volksfest über Flaggen falsch aufhängen, rechte, also Nazi-Chats, nicht rechte Chats, Nazi-Chats über WhatsApp und ähnliches. Und du hast es ja im Film auch thematisiert, wie groß ist das Problem in der Polizei? Gibt es ein strukturelles Problem? Und wie ist es mit diesen Eisbergen und den Spitzen? Genau, also ich glaube, das ist auf jeden Fall das Eisbergproblem und es ist ein strukturelles Problem. Das wird ja im Film auch ein bisschen klar, dass also der eine, der hat noch nicht die Uniform getragen, aber der ist eben führender Beamter in Freiburg, der eben sagt, ich weiß nicht mehr, was die in diesen WhatsApp-Gruppen reden. Das heißt, du hast diese WhatsApp-Gruppen sowieso, die erstmal auch harmlos sein können, aber du hast so einen Raum, wo die sich austoben können potenziell. Und du hast keinen Einblick als Vorgesetzter und du hast sowieso diese Trennung zwischen der Polizeiführung und den Fußvolk, was auch wohl scheinbar, das habe ich dann auch erst gelernt, ein Problem ist, ne? Also dass man da gar nicht so richtig auch sozusagen vom Ansatz her gar nicht zusammenpasst. So, und dann hast du das Problem, dass eben, das fand ich dann auch ganz interessant, dass die Forscher, die Polizeiforscher sagen, naja, durch diesen Druck, oder was heißt Druck, also durch natürlich Common Sense bestimmte Sachen nicht zu sagen auf der Wache mehr, verlagert sich das so in diese Gruppen. Mhm. Also es ist nicht mehr so, dass du jetzt bei diesen, es gibt diese Fälle, die wir jetzt auch bei Nordkreuz haben, die Polizisten, die sind in den Wachen als Rassist bekannt, weil die halt seit 20 Jahren ihre Sprüche machen. Aber jetzt verlagert sich das so bei den jungen Polizisten gerade in diese WhatsApp-Gruppen und gärt vor sich hin. Mhm. Und da werden dann, ich will das gar nicht entschuldigen, also ich glaube, da muss man ganz hart durchziehen. Zumal die nicht wissen, das ist trotzdem eine Meinungs-, also die Anwälte der Polizisten scheinen manchmal zu denken, das ist sozusagen ein geschützter Bereich. Ist es nicht. Mhm. Also wenn ich da irgendwie Nazi-Bilder und Hitler-Bilder hin und her schicke. Das heißt, das ist extrem schwer ranzukommen, es gärt halt so vor sich hin. Und dieses Ganze, da glaube ich tatsächlich, dass die Gesamtstimmung da schädlich ist. Mhm. Dieses, wir dürfen doch gar nicht sagen, was wir hier jeden Tag erleben. Wir dürfen noch nicht offen darüber reden, wie schlimm es ist mit der migrantischen Kriminalität. Das wollt ihr doch gar nicht hören. Mhm. Also lassen wir untereinander Dampf ab. Und das, glaube ich, wirklich ist ein Problem, weil man da den Dialog suchen muss. Weil sonst wird das sozusagen durch diese Gärung, du hast ja oft mit vielen von denen geredet, dann schlägt das halt schnell um und dann holst du sie irgendwann auch nicht mehr zurück. Was muss da passieren? Also es wurde viel davon geredet, jetzt auch in Hessen, es muss und wird auch jetzt zum Teil schon getan vom Landespolizeipräsidium, es muss mehr in die Ausbildung, es braucht mehr Coaching, Ansprechpartner
und solche Sachen. Wo siehst du da den zentralen Erfolgsschlüssel? Ja, und vor allem, also was ich auch interessant fand, das hat ja der kommt leider nur kurz im Film zu Wort, der Bär ist so ein recht bekannter Polizeiforscher aus Hamburg, der auch sagt, die wollen halt unsere Forschung auch nicht. Die wollen nicht wissen, das Lagebild, wie ist es denn wirklich? Also, dass wir mal wirklich gucken, wie verbreitet sind diese Ansichten. Mit anonymen Befragungen natürlich immer noch die Frage, wie man das vom Ansatz her hinbekommt, dass die Leute ehrlich antworten. Aber dass man es zumindest mit einem breit angelegten Forschungsprojekt versucht, das wird halt nicht gewollt, weil den Bericht will halt nie jemand schwarz auf weiß sehen. Keine Polizeiführung in diesem Land. Und dadurch, dass du natürlich alles das noch föderal organisiert hast, kann man es natürlich schön wieder so versickern lassen. Und das halte ich auch für fatal. Aber das ist ganz typisch für dieses Land. Mhm. Da ist eine Stärke auch schnell eine Schwäche. Also diese föderale Struktur, wo eben viel, das haben wir ja dann auch beim NSU gesehen. Deswegen, also Coaching, klar, alles eine gute Idee. Aber dass natürlich die Standards jetzt auf so insgesamt durchgesetzt werden und das eben auch ganz klar durchgezogen, also per Beispiel durchgezogen wird, macht dann wiederum auch das Beamtenrecht sehr schwer. Und ich glaube, der Dialog muss offener werden mit den Polizisten, was sie denn so erleben. Und das ist, glaube ich, da sind wir noch ein ganzes weites Stück weg. Mhm. Also ich kenne sehr viele Polizisten und die sagen, ey, ich würde niemals öffentlich meine Meinung sagen. Also ich bin ja nicht verrückt. Ne? Also das ist natürlich ein Problem. Mhm. Bevor wir jetzt gleich dann so ein bisschen mit dem Publikum noch ins Gespräch kommen wollen, eine Frage, die vor allem die Veranstalterinnen und Veranstalter dieses Abends sehr umgetrieben hat. Was können denn jetzt wir alle im Saal hier tun? Wo sind die Aufgaben der Zivilgesellschaft? Und zwar bei all dem, über was wir gesprochen haben, im Umgang mit der AfD, mit autoritären Tendenzen in der Polizei, aber auch mit rechtem Terrorismus. Man muss für Transparenz sorgen. Man muss immer da, wo es geht, eben auch gegenüber den gewählten Vertretern, gegen Parlamentariern und auch gegenüber der Exekutive, diese Transparenz auch einfordern und durchsetzen. Aber auch eins ist auch völlig klar, du hast es vorhin ja auch gesagt, weil du brachtest das Beispiel, dass jetzt das LV Hessen sagt, dass die Gesellschaft ist jetzt gefordert. Die Terrorabwehr kann nicht die Gesellschaft übernehmen. Das ist so, erinnert mich manchmal so an das Hooligan-Problem im Fußballstadion, wo gesagt wird, da müssen doch die anderen jetzt mal was machen. Und das wird dann manchmal bei Dynamo Dresden-Fans, von denen die normal sind, verlangt, dass sie sich gegen die 3000, das könnt ihr doch jetzt mal regeln. Das kann man nur behaupten, wenn man das noch nie gesehen hat. Mhm. Also es gibt einen Grund, dass bestimmte Aufgaben halt Profis überlassen werden, die gegebenenfalls auch vielleicht bewaffnet sind. Mhm. Ich ziehe auch bestimmte Grenzen, wo ich dann sagen würde, das mache ich jetzt nicht mehr. Das ist jetzt, ne? Aber ich glaube, dass man diese Transparenz einfordert, dass man stabil bleibt, wie es ja so neudeutsch so schön heißt. Ne? Mhm. Und dass man eben nicht, und das halte ich immer noch für ein Problem, sich die Agenda so vorgeben lässt. Also ich bin ja auch, wie du ja auch, gerne bei Twitter. Und wenn ich so sehe, wie eine Bemerkung von irgendeiner Knallcharge der AfD Tausende von Leuten den ganzen Tag lang beschäftigen kann. Wir sehen es ja auch bei Trump, wie super das funktioniert. Und ich glaube, die Hoheit zurückzugewinnen über die Agenda, das klingt jetzt banal, wäre aber schon ein riesengroßer Schritt, um eben dann eben diesen Druck auch zu erhöhen. Aber ich glaube, ich bin da sehr skeptisch, weil ich sehe es jetzt seit 8 Jahren. Und das Phänomen, dass eben diese Berichterstattung auch immer schneller verpufft. Mhm. Halle, Lübcke, NSU hat ja sich noch lange gehalten, aber es hat sich ja nichts geändert.